Willkommen zurück zu King's Blood. Wir haben beim letzten Mal die Elfen verteidigt. Zusätzlich bei den Orks da unten, obwohl immer noch ein Kampfzeichen da steht. Aber naja, so und als nächstes wird hier oben Barad-dûm angegriffen. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Jedenfalls werden wir unser Level wieder ein bisschen erhöhen. So, den Schwierigkeitsgrad. Wir mussten ja ziemlich weit runterschrauben, dass wir da dieses Tier überhaupt packen. Deswegen würde ich sagen, ich mache mich mal auf den Weg. Ich will nämlich dieses Buch haben hier. Weil das ist auch noch ein Teil der Quest für diese Enzyklopädien. Und sind irgendwie 4 Bücher. Ich habe aber bisher nur 2 in diesen ganzen Quests gesehen, deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir machen. Ah. 29. 28. Ja, nee, die greifen wir nicht an. Die sind ein bisschen lästig. Dann machen wir bloß die B-Quests, die hier unten waren. Da habe ich halbwegs dann meine Ruhe, das ist okay. Wir werden mal einen 4er Tinkerer nehmen, oder? Och, mal machen. Tinkerer, Spezialist, meine Güte. immer dieses komische. Was? Tinkerer? Denke ich. So, wen nehmen wir noch? Komm, nehmen wir mal den. Und ansonsten hätte ich jetzt gedacht, noch 2 Leute vielleicht Tank oder als Shapeshifter. Da würde ich aber Shapeshifting bevorzugen. Dann nehmen wir nämlich ihn, dann haben wir den Buff noch dazu mit den Orks. Und dann muss ich noch dazu. Und noch einen Elfenbuff mit dabei. Ach ja, ich habe ja ganz vergessen, das gibt ja auch noch. Huch. Hoppla. Hoppla. Erinnert mich an SpongeBob. Wie macht man einen Krabbenburger? Hoppla. Ja, muss ich aber erstmal gucken, wie mache ich denn das nun? Vergabe. Endlich erstmal. Was nicht. Natürlich echt verpasst, dass ich. Bin mich gerade aufregen. Egal, starten wir mal die Quest. Wir gehen noch mal kurz hier drüben rein. Und sagen zu unseren Mages Hallo. Wir wollten. Ihr wollt mal das geben, den Stab. Und jetzt muss ich mal weiter gucken, wie wir das gehabt hatten. Das hätte ich ja eigentlich in die letzte Folge mal reinschauen sollen, aber. Natürlich nicht gemacht. Warum? Oh, weil ich dumm bin. Das Ring ist Quatsch. Das Elf könnten wir eigentlich den runterziehen. Das. Das wäre mir eigentlich sogar egal, was ich. Scheuern. Also was habe ich jetzt hier noch? Die Rüstung. Critical Damage, Magic Resistance, Armor. Okay, dann
achten wir mal eben auf die Fighter und wählen mal ihn aus. Mal spaßenshalber mal schauen. Armor, Health, Maximum, ja, nee, das lassen wir mal offen. Max Health, Evasion. Das lassen wir hoch. Ja, Magic Focus Armor. Magic 25, Armor 10. Jein, ist nicht besser, aber auch nicht schlechter, würde ich sagen. Halten das mal bei der Seite, dann gucken wir bei den Mages, beziehungsweise bei den bei den Summonern. Nochmal. Hier haben wir noch ein Buch, das könnte man mal rausnehmen. Weil es halt ein Ability Power. Das ist Quatsch, das ist kein Mensch. Außerdem ist das eins von diesen Quest-Items. Dann würde ich einfach hier mal Umhang geben. Im Health würde ich jetzt mal auf einem Shapeshifter das etwas genauer anschauen. 6 Sekunden Movement Speed. Die sind leicht besser, die er anhat. Hm. 21 Attack Damage. Haben wir ein bisschen was Besseres? Ja, hier. Nochmal austauschen. Jetzt nicht irgendjemanden geben. So, und ansonsten würde ich jetzt noch mal eben schauen. Oh, doch, warte mal. So. Aha, da. Ach nee, das. Mana schon wieder irgendwie beschäftigt gewesen. Regen 4. Können wir austauschen. So, jetzt haben wir noch unsere Hosen. Da schauen wir mal bei den Assassins oder bei den Bogenschützen. Ne, wir schauen mal bei den Bogenschützen. Ist da irgendjemand was braucht davon? Service hat. Braucht keiner. Dann halt. So. Machen mal das. 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 Hopp. Weg. Außerdem, der Staub ist im Prinzip sogar wichtiger als das Gold, finde ich. Wenn man wirklich mal was höherstufiges herstellt. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ich weiß nicht, ob das auch so viel Sinn macht. Man kann ja einstellen, zack, ich will, was weiß ich, hiervon oder hiervon was haben. Dann geht man auf Schmieden, hat man das vielleicht. Und dann sagt man sich, ja, das nehme ich mit. Aber wenn dann hinten was rauskommt, wie bei uns letztes Mal mit die 3%, was weiß es, kann man einfach das Spiel neu starten. Ah, das wird schon so passen. So, 2 Runden noch, bis unsere Villenhalle erweitert wurde. Wir hatten gesagt, das und... Oh, hier ist ja noch ein Buch, das habe ich gar nicht gesehen. Und dann haben wir ja alle 4. Wie geil ist das denn? Haben wir noch einen? Den haben wir noch, aber ein Schwächling. Scheiße. Nehmen wir einen Support mit.
Einen zweiten Support haben wir noch. Nicht mit. Tanks haben wir auch zwei. Archer nehme ich gerne noch beiseite in Kombination. In Kombination als Hobbit oder als Zwerg. Ist sogar fast egal. Ich nehme Zwerg. Und Abflug. So, jetzt wollte ich mal gucken. Ich hatte nämlich irgendwo noch gar nichts gemacht gehabt. Genau hier bei Vargul. Warum auch immer ich hier noch auch nichts getan habe. Aber hey. Im Grund wird es gewesen sein. Komm, Shapeshifter. Shapeshifter. Heiler. Könnte ich noch sagen, nimm noch eine Archer mit. Die? Bräuchte ich eigentlich Mensch? Hab ich überhaupt noch einen Mensch? Die ist Mensch? Die ist Mensch. Sieht jedes Mal aus wie ein Zwerg. In gewisser Ähnlichkeit schon, würde ich sagen. Glaube ich Zwerg hier unten. Ja, ist Zwerg. Und sie sieht auch aus wie ein Zwerg. Gut, das Gesicht ist ein bisschen. Nee, zu. Passt schon. Irgendwie. So. Und dann schicken wir die Leute mal los. Achso, ich habe auch zusätzlich noch die ganzen Städte jetzt unlocked, die wir hier haben. Das ist halt eigentlich keine Stadt mehr, in die für uns ein Einlass gibt. Oh, das war das waren Assassins. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber hey, heilender Regen. Siehst du mal, das wollte ich noch gucken bei dem Regen. Das fällt mir gerade ein, ob der auch Damage macht. Dann ist das nämlich eigentlich sehr starke Fähigkeit, Heiling und Heiling. Healing und Damage mit einmal. Muss ich dann gleich noch mal gucken. Oh. Speer. Noch Assassins dabei ist. Was sollte halb so wird? Hoffe ich mal. Oh ja. Zack. Okay. Nice. Zwei Level up. Ne, drei sogar. Sehr schön. Punkte verteilen lassen. 90. Uff. Ring. Braucht man eh nicht so viel. The heart of a true beast. How tempting. Hier würde ich den ganz gerne so. Passt. Dann haben wir noch ein Turret geschützt. Das macht eh seine Arbeit. Und ansonsten. Na, schauen wir mal. Ah ja, die Frösche. Nice. Hat doch ganz gut funktioniert. Schütz allein schon hat mehr Schaden gemacht wieder. Uff.
Da. What? Hilbert has fallen and our push towards Garaka has halted? Damn it! Find those responsible for his death and kill every last one of them! Geht schon los? Nee, geht noch nicht. War erstmal bloß die Ansage. Hey! Tötet sie! Wir stehen uns im Weg. Und zwei Rewards. Einmal. Sehr gut. Mal die Kette. Gut, jetzt habe ich aber wie gesagt ein Problem. Ich möchte gern das Torus. Was ist ein Torus? Die Leute, nehme ich. Okay, dann werde ich wohl oder übel in den Dungeon müssen. Nehmen wir mit. Gucken wir mal. So. Können. Archer, Fighter, Shapeshifter, Turret gehen. Nee, kann man nicht. Macht keinen Sinn. Weil der Spezialist ist Schwachsinn, das macht keinen Sinn. Wir kriegen halt bloß diese dumme Barriere. Weil diese uns auch schon mal das Leben gerettet hat. Mit. Gebe ich ihn mit, weil er heilen kann. Und deswegen schon. Der ja kein Support gerade spielen in dieser Runde. Archer. Also zwei kann ich jetzt noch. Deswegen würde ich hier sagen. Hilfe mit für Hilfenbuff. Und ein Archer für. Vollkommen egal, was ich mitnehme. Dann würde ich doch einfach mal behaupten, ich nehme. Achso, nee, warte mal, ich kann ja hier auswählen. Ich sehe gerade noch. Ist noch ein Licht. Buff, den ich mit könnte. Ja, haben wir. Sehr schön. Dann nehmen wir doch den Lichtbuff mit. Ach nee, das ist ja Erde. Licht war ja das hier, ne? Nee, hier. Erde. Ja, dann machen wir das. 20 Armor plus 20% Block Rate. Warum nicht? Nehmen wir. So, das ist ein Dungeon. Jetzt muss ich kurz gucken. Lüssel. Nicht mehr so viel. Das, Shapeshifting, ich habe. Vielleicht habe ich zu wenig Damage dabei, fällt mir gerade ein. Dann muss ich gucken. Vielleicht kriege ich jetzt eh noch. Bumbe. Der Schlüssel würde ich jetzt erstmal behaupten, reicht. Geldtrank vergeben. Und dann möchte ich kurz mal in den Markt schauen. Ja, kleinen Heiltränke verkaufen. Und. Items. Hey. Oh Gott, das erinnert mich an. Okay. Ah, hier.
Gibt's nicht irgendwie ein eigenes, wirklich eigenes, ja, gut, wenn man das so macht. Wollte jetzt Inventar sagen, aber ist okay so. Nehme ich mit. So, hier gibt es noch einen Dungeon. Bringt mir der was? Weil unten. Ah, hier drüben gucken bei die Halblinge. Denn nochmal 25 Blätter zu holen. Wäre im Prinzip jetzt nicht so verkehrt. Oder ich nehme hier oben alles mit. Ernsthaft, dann mal alles. Krokolisken hatte ich ja auch noch gar nicht in diesem Spiel, fällt mir gerade auf. Mach mal Vierer Tinkerer, oder? Kann ich gar nicht. Richtig wieder rausschmeißen. Dann würde ich doch mal behaupten. 1, 2, 3, 4. Machen wir einfach mal Summoner. Wenn wir schon mal die freie Auswahl haben. Das war eine normale Quest, oder? War das, ja. Ach so, siehst du mal, jetzt wollte ich nochmal gucken. Fällt mir gerade ein. Wieder. Details. Summon Green Clouds over Battleground. Ah ja, macht bloß Heilung. Ich hab mir gedacht. Frech, sag ich mal. Nehme ich auch noch mit. Ein Tiger. Da könnten wir mal hingehen. Mit. Überhaupt noch ein Fighter. Mit Shapeshifting wäre ganz cool. Machen wir mal Vierer Assassin, oder? Toll. Noch was anderes auswählen, außer Mensch bleibt drin. 11 Berg Halbling könnte man rausnehmen. Können wir noch einen 11 den Buff? Gern. Gut, gut. Ach so, Mensch, bis dann. Speed. Ah. Ah, hier, den können wir. Ihr könnt auch mal was Neues gebrauchen. Ja, lass mal erstmal so. Schlüssel. Ostnova. Big Damage und. Hier vormerken. Aber jetzt brauche ich es zum Glück noch. Mal gucken, reicht das noch für eine Runde? Noch Fighter? Habe ich nicht. Shapeshifter habe ich auch nicht. Doch, ihn habe ich. So. Ah, ich nicht auf. Richtig. Sonst habe ich keinen in der Frontline, das ist uns doof. Naja, wir gehen mal so mit, mal schauen, wie das überlegt. Ich habe ja noch Skillpunkte zu vergeben. Huch! Ich habe vergessen einzuschalten. Naja, also Bilder.
am so sorry if this comes at a wrong time, but I would love to invite you to a glass of beer after we're done here. I mean, just if you want to. Don't be so shy. I would love to spend some time with you. Oha. Jetzt kommen die Gefühle durch. Ich würde behaupten, ich bin ein Problem. Nee, doch, das passt. Ach, unser Turret macht das. Oh, vergiss das hier. Wer bist du denn? Ach, du bist der. Oh, es hat ja halbwegs gut funktioniert. Gerade das Turrets im Level nicht bleiben, den die kriegen. Verhält, ich weiß nicht, durch. Blockwell. Nimm mal die Hose. Oh, was nur los? Achso, die sind gleich hingerannt. Nein. Stelle ich da nicht hin. Wo ist das schon eher richtig? Die springen alle dahinter, dann tue ich auch noch da hinten hin. Blastern. Einfach nur, damit ihr da ein bisschen aufbaut. Oh mein Gott, machen die Schaden. Oh. Mich reingeklöppelt da. Ja. Ei, ei, ei. Muss ja jetzt hier bei denen nicht anders laufen. Ja, es geht, aber die gehen ganz schön auf. Mach nur auch Schaden. Aber die kriege ich vielleicht noch kaputt. Dauert zwar. Aber. Ah, jetzt wird's knapp. Oh, das war knapp. Wir haben ja so viel ausgehalten. Wir haben aber auch ganz schön Erfahrungspunkte. Uff, was hat denn der gemacht? 6000? Hallo? Oh, 5500, geil. Das sind wieder Werte. Oh, hallo. Die Axt, den Hammer. Stimmt, der Dungeon ist ja auch noch. Oh, vergessen. 20% Armor. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die hier reinhauen, die Bugs. Käfer. You have incredible pathfinding skills. I appreciate this. But I committed my entire life towards the hunt. Alter, der hieß Ilas. Ich hab verstanden. Oh. Ja gut, das ist. Das sind die alten Schriften. Ich hab gedacht, der hieß Ilas. Mal das mal. Ja, genau, die drei greifen den an. Krieg ich dich mal mit hier rüber. Mach mal so. Das hat jetzt nicht ganz funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Ja, eigentlich, dass der den noch angreift. Aber wir kriegen keinen Schaden, das ist schon mal gut.
Weil ich eher gedacht hatte erst, wir haben zu wenig. Naja, nicht viel, aber ein bisschen. Bye. This forest is contaminated. Ja, wenn du das sagst. Warte mal, dann tue ich dich. So. Ah, der greift den Tank an, das ist gut. Die Ratten sind mit den Steinen beschäftigt, das ist noch besser. Unser Koch heilt uns, das ist super. Leute, bewegt sich. Ich dachte, der bleibt am Ort und Stelle stehen. Aber der macht ja jetzt auch nichts. Das hätte doch schief gehen können, finde ich. Er muss also was im Target haben, damit er heilen kann. Okay. Dadurch, dass er da einen Baum im Weg stand, war das schon ein bisschen ärgerlich. So, dann den da. Ab in den Kampf. Hier haben wir das gleiche Prinzip wie gerade eben. Jetzt kommt die wieder da rumgeschossen. Alter. Die Elfenkriegerin mit ihrem Lichtschild, das ist auch schon heftig. Blendet einfach mal die Leute. Oh, 453 ist okay. Gibt's ziemlich viele Räume in diesem Dungeon. Aber ich sag mal, es lohnt sich ja für uns. Mitnehmen. Überlegen. Den Steinfall erstmal angreifen. Muss ich den stellen. Einer greift den Stein. Nee, doch nicht. Hinten, die greifen den Stein oder? Das ist gut. Boah, wir haben da wieder so einen hässlichen Lanzentypen. Boah. Greif den mal zuerst an. Bitte. Oh ne, der ist weg. Ach nee, da war noch einer. Sehr gut. Den letzten Typen erst gar nicht gesehen, ey. So, wir haben drei freie Felder. Da könnte noch irgendwo eine Falle sein, ein Schrein vielleicht und sogar ein Heilbrunnen. Würde sich ja anbieten. Kommt die wieder rüber geschissen. Heil. S. Noch eine Heilung kriegst du durch. Das ist okay. Je weiter Raju mit dem Leben wieder nach oben geht, umso besser. Raju. So, gehen wir mal dahin. Ah, noch ein Schrein. 30% Armor. Gehen wir mal dahin. Oh. Das nehmen wir gerne. Aber erst zum Schluss.
Also zwei mögliche Fallen könnten es sein. Ich habe aber nur einen. Ohohoho. Ich habe aber nur einen Schlüssel. Weil der mir hier jetzt übelst killen reindrückt. Zack. So. So. Genau. Nice. Zweier Tinkerer ist eigentlich doch ganz geil, wenn man alles auf die Barriere legen kann. Ist ganz einfach. Drei Brunnen in dem Dungeon, ein bisschen übertrieben, oder? Ich glaube, die werden zufallsgeneriert ausgewählt, bin ich fast der Meinung. Oder nach einem gewissen Maß vorgefertigt. Scheiße. Ach, scheiße. Oh mein Gott. Ah, das habe ich jetzt natürlich verpasst. Ja, da habe ich die Barriere eigentlich wieder ganz gut umgelenkt. Hätte ich das so gelassen, wäre wahrscheinlich ein anderes Ergebnis rausgekommen, was mir nicht gefallen hätte. Dafür hat er ordentlich eingesteckt, die Barriere. Er hat ganz gut gegengeheilt. Mit 900 Punkten. Oh, lila. Würde ich sagen, wir nehmen noch mal eine Axt mit. The enemies burn our villages. Run! Run! Nee! Leute, hä? Ja, also das Ding haben sie jetzt angezündet. Oben sind sie noch dabei. Ah, unsere Gildenhalle wurde dabei. Zack, sehr schön. Buffy Hall. Increase the crit der. Oh, Construct. Nice. Ich mir. Oh, stimmt, wir haben ja den Hammer gekriegt. Quest fehlt, das ist klar. So, nehmen wir mit. Wenn wir beim nächsten Mal wieder antippen müssen. So, und jetzt wollte ich mal schauen. Hier aber. Genau, hier ist das andere Buch, was wir brauchen. Das Buch haben wir. Ja, genau. Also, das heißt, ich muss hier die Quest absolvieren beim nächsten Mal und falls möglich, glaube nicht, dass wir das brauchen werden, hier auf jeden Fall. Oh, die Ratten, die hauen schon ganz schön rein, so wie das aussieht. 55. Aber wir brauchen ja jetzt eine Weile, um unseren Schwierigkeitsgrad wieder hochzubekommen. Wir sind aber um ein Level wieder gestiegen, das ist gut. So, und ansonsten machen wir hier oben nachher noch die eine
Quest fertig mit diesen Tigern. Weil unten die Dinger würde ich gerne haben wollen. Das sind, oder zumindest das hier, nämlich ein legendäres Item. Wie kann denn hier eine Quest aufploppen? Geht doch gar nicht. Nun gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal heute für diesen Teil unserer neuen Schwierigkeitsaufrüstungsrunde. Durchlauf, was auch immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier an dieser Stelle bei King's Blood wieder. Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut da rein. Ciao.